und setzen fort. Wir machen trotzdem mal weiter, auch wenn sich der Saal jetzt nicht so schnell füllt mit dem, was ich vorhin darum gebeten hatte. Die Fraktionschefs haben signalisiert, das können wir so machen. Wollten wir also, bevor wir jetzt Top 30 besprechen, wollten wir die Tagesordnungspunkte ohne Debatte zur Abstimmung stellen. Und deshalb beginne ich auch zügig mit Top 14, Feststellung Jahresabschluss 22 Landeshauptstadt Dresden. Wer hier zustimmen kann, bitte um das Stimmzeichen. Das wäre einstimmig mit 58 Ja-Stimmen. Vielen Dank. Dann würden wir jetzt den neu aufgenommenen Top in der Runde ohne Debatte 15 aufrufen. Und da müssen wir aber zuvor noch zwei Anträge, die gleich lauten. Und deswegen ist mein Vorschlag, die stimmen wir gleich beide zusammen ab, als Ergänzung der Vorlage der Verwaltung abstimmen. Wer diesen beiden Änderungsanträgen zustimmen kann, dann bitte ich um das Handzeichen und um das Stimmzeichen. Mit 61 Ja, 2 Nein, 0 Enthaltungen, so erstmal mehrheitlich beschlossen. Und wer die so geänderte Vorlage bzw. Ausschussbericht, den so geänderten Ausschussbericht zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 60 Ja, 4 Nein, 0 Enthaltungen, auch so mehrheitlich beschlossen. Dann kommen wir zu Top 18, Satzung, Änderung, Unterbringung besondere Bedarfsgruppen. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Welchen? Haben wir da zusätzlich noch einen? Warum machen wir das dann ohne Debatte? Den haben. Dann der Hinweis nochmal, hier gibt es einen Ergänzungsantrag OB. Da würde ich das nochmal zurücknehmen. Da tun wir zuerst mal in Top 18 einen Ergänzungsantrag OB abstimmen. Wer dem Ergänzungsantrag OB zustimmen kann, dann bitte ich um das Stimmzeichen. Okay, 53 Ja, 4 Nein, 10 Enthaltungen, so mehrheitlich beschlossen. Und wer die so geänderte Vorlage oder den Ausschussbericht zustimmen kann, dann bitte ich um das Stimmzeichen. Es gibt noch einen Punkt, der ohne Debatte geht, Frau Klettschutz. Dann kommen wir zu Top 20 ohne Debatte, das ist die Satzung. Änderung der Geschäftsordnungsantrag. Ja, ich möchte gerne was zu meinem Abstimmungsverhalten sagen. Wir haben nämlich aus dem Grund nicht zugestimmt, weil hier Mehrkosten bezüglich Unterbringung und Asyl enthalten sind, bei denen als einer von vielen Bestandteilen und nur als ein von vielen Bestandteilen der Mehrkosten Asyl sind unter anderem Brandschutzmaßnahmen am Objekt Lingner Allee. Wir haben vor einem knappen Jahr über diesen Standort diskutiert. Der damalige Bürgermeister oder der jetzige Bürgermeister hat damals darauf aufmerksam gemacht, dass es intensiv geprüft worden ist, dass es zu keinen Mehrkosten kommt, außer den damals avisierten 2 Millionen Euro, jetzt sind halt 6 Millionen Euro, jetzt sind halt nochmal 2 Millionen extra draufgekommen. Und aus diesem Grund der nicht tragbaren Mehrkosten haben wir nicht zugestimmt. Okay, dann machen wir weiter. Achso, auch noch, bitte, Herr Pinkert. Wir haben der Vorlage zugestimmt, obwohl wir die letzten Jahre immer dagegen waren und auch weiterhin im Grundsatz dagegen sind. Wir sehen aber ein, dass die Vorlage geändert werden muss aufgrund der Kosten und der demzufolge Rücküberweisung aus Berlin für die Kosten, die uns angefallen sind. Wir weisen trotzdem darauf hin, dass
es nicht in Ordnung ist, dass die verschiedenen Bedarfsgruppen Obdachlose zusammengewürfelt werden mit sogenannten Geflüchteten und werden natürlich dann demnächst in der nächsten Legislatur das mit zwei Satzungen wieder auflösen. Danke. Dann machen wir weiter. Top 20 Satzung zur Änderung der Hauptsatzung. Wer hier dem federführenden Ausschussbericht zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 51 Ja, 0 Nein, 14 Enthaltungen, so mehrheitlich beschlossen. Dann Top 21, Anmietung von bewirtschafteten Serverschränken. Wer kann hier dem Ausschussbericht zustimmen? Das wäre mit 65 Ja-Stimmen einstimmig. Vielen Dank. Dann machen wir weiter. Top 23. Verordnung Landeshauptstadt offenhalten, Verkaufsstellen aus besonderem Anlass. Wer kann hier dem Ausschussbericht zustimmen? Bei 43 Ja, 6 Nein, 15 Enthaltungen, so mehrheitlich beschlossen. Dann haben wir Top 24. Das ist die Verordnung Landeshauptstadt Dresden offenhalten, Verkaufsstellen aus besonderem Anlass regionale Ereignis. Wer kann hier dem Ausschussbericht zustimmen? Bei 61 Ja, 1 Nein, 3 Enthaltungen, mehrheitlich so beschlossen. Dann haben wir Top 26, da gibt es noch, bevor wir den Ausschussbericht abstimmen, eine redaktionelle Änderung. Und zwar ist fälschlicherweise der Satz mit dabei, ich sage mal den, den wir jetzt rausnehmen. Es steht noch drin, die Anhörung ist nach der auf die Übermittlung des Förderantrags folgenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses zu erfolgen. Und es soll oder muss, nie soll, muss richtig heißen, die Anhörung zum Fördermittelantrag hat in der nächst erreichbaren Sitzung des Jugendhilfeausschusses zu erfolgen. Also mit dieser redaktionellen Änderung nochmal stelle ich diesen Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 54 Ja, 12 Nein, 0 Enthaltung auch so beschlossen. Und dann ist mir gerade nochmal signalisiert worden, wir können auch Top 17. Das ist Status Feststellungsverfahren Honorarlehrkräfte Heinrich Schütz Konservator, können wir auch ohne Debatte abstimmen. Wer hier dem Ausschussbericht seine Zustimmung geben kann. Es gibt eine Wortmeldung. Der Änderungsantrag war aber schon im Ausschuss gewesen. Ja, der war schon. Genau. So, wer? Herr Lippmann? Eine Wortmeldung dazu? Achso, gut, also stimmen wir diesen Ausschussbericht ab. Wer hier seine Gut, um das nochmal klarzustellen, fehlt dafür ein Ausschussbericht aus dem Kulturausschuss. Dort wurde mit 12 Ja, 0 Nein, 4 Enthaltungen schon der OB entsprechend mit seinem Antrag berücksichtigt. Wer diesem Ausschussbericht seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Das Stimmzeichen, Entschuldigung. Mit 63 Ja, 2 Nein, 1 Enthaltung auch so beschlossen. Und jetzt Klaus Lippmann. Vielen Dank. Meine Stimmmeldung war schon seit Tagesordnungspunkt 20 oben, bezieht sich auf die Hauptsatzung und ich wollte erklären, warum ich der Hauptsatzung dem Antrag so nicht zustimmen konnte. Wir hatten also hinsichtlich dem Anliegen Erhalt der Ortschaften einen extra Antrag eingebracht. Diesen Antrag haben wir zurückgestellt mit dem Hinweis, dass in der nächsten Hauptsatzungsänderung dieser Antrag inhaltlich berücksichtigt wird. Die Hauptsatzungsänderung, diese Anlage ist einfach zurückgestellt worden im Ausschuss, das ist korrekt. Mittlerweile hat der Oberbürgermeister einen neuen Antrag eingebracht zur Hauptsatzung.
mit den zurzeit dringend notwendigen Beschlusspunkten, also was die Wahl angeht und die Besetzung der Stadtbezirksbeiräte. Das ist okay, aber dort hätte unser Antrag inhaltlich mit verankert werden können. Das ist nicht der Fall. Das bedauern wir sehr, dass jetzt die Ortschaften wieder auf die nächste Legislaturperiode vertagt werden. Deswegen konnte ich auch dieser Hauptsatzungsänderung nicht zustimmen. Okay, gut, dann vielen Dank für das Verständnis, dass man das jetzt so machen konnte. Ich darf auch ganz herzlich oben auf der Empore, würde ich jetzt sagen, unseren Alt-OB Herrn Dr. Wagner begrüßen. Der hat natürlich ein besonderes Interesse dann bei den Topf, wenn es rund um den Ullersdorfer Platz geht. Also herzlich willkommen, Herr Dr. Wagner, hier im Kreise des Stadtrats. Wir wollen jetzt mit Top 30 starten. Ja, das muss mir mal hier vorne auch jemand sagen. Ich gucke ja in eine Richtung und dann kann ich nie, ich habe jetzt nie so meinen Zwillingsbruder mit, der in alle Richtungen hier gucken kann. So, bitte, Mirko Geuler. Gut. Mit Blick auf die Rednerliste sind die Tagesordnungspunkte 8 bis 11 jeweils ohne Redner gemeldet. Vielleicht können wir die jetzt in der Runde ohne Debatte klammer mit abstimmen. Das sind Vorlagen der Verwaltung, die das Handeln in den nachfolgenden Gremien auch sicherstellen. Ist das ein Antrag? Dann lass mal über diesen Antrag abstimmen. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Okay, dann einstimmig so beschlossen, dann machen wir das. Dann kommen wir zu Top 8. Nachwahlmitglied, Stiftungsrat Stadtstiftung Dresdner Kreuzkorps. Widerspricht hier jemand der Einigung? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich das zur Abstimmung bringen. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Auch so mit 64 Stimmen Mehrheit oder einstimmig beschlossen. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Top 9. Wahl einer Protokollführerin für die Schiedsstelle Altstadt in der Landeshauptstadt. Widerspricht hier jemand der Einigung? Wenn das nicht der Fall ist, stelle ich das zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, bitte um das Stimmzeichen. Mit 64 Ja, auch so einstimmig beschlossen. Dann kommen wir zu Top 10, Umbesetzung Wohnbeirat. Widerspricht hier jemand der Einigung? Ist nicht der Fall, dann können wir zur Abstimmung kommen. Wer zustimmen möchte, bitte um das Stimmzeichen. Mit 64 Ja ebenfalls einstimmig beschlossen und wir entscheiden über die Vorlage Ausscheiden eines Stadtbezirksbeirates und Nachrücken im Stadtbezirksbeirat Kotta. Wer dieser Vorlage zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 64 Ja-Stimmen ebenfalls einstimmig so beschlossen. Vielen Dank. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zu Top 30.